Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. So, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich hatte letzte Woche vor. Also, ich habe das gestern aufgenommen, aber ich habe halt sozusagen für die letzte Woche vergessen, euch frohe Weihnachten zu wünschen. Ich hoffe wirklich, ihr hattet ein schönes Fest mit euren Lieben, hattet gutes Essen, tolle Geschenke, was man noch alles so braucht. Ach genau, das ist ja eine Truhe, die wollten wir uns noch holen. Und es geht weiter im Pfahlbruch. Aber endlich mit der coolen Axt. Einmal hoch. Und dann haben wir gleich schon die Truhe. Die war nicht schwer zu bekommen. Oh, kaum startet die Aufnahme, fange ich an zu niesen. Das ist richtig gut. Richtig gutes Timing. Ist auch meine letzte Aufnahmesession für dieses Jahr. Also, huch, plündern wollte ich nur. Danach mache ich sozusagen ein bisschen Urlaub und im neuen Jahr geht es dann wieder weiter. Wobei, also aufnehmen ist für mich jetzt nicht irgendwie Pflicht oder so, aber man macht es ja doch regelmäßig, weil ja regelmäßig Folgen kommen. Und wenn man ab und zu mal nicht dran denken muss, aufzunehmen, sondern mal einfach so für sich zu daddeln, ist das auch ganz schön. Wobei mir YouTube extrem viel Spaß macht. Ich hätte das nie erwartet, als ich es angefangen habe, dass es mir so viel Spaß macht. Aber so ist es nun gekommen. Ich mag mein Hobby sehr. Verschmähte Zeichnung. Auf dieser kleinen Notiz wurden die Worte keine Todeswurzel dreimal unterstrichen. Daneben befindet sich eine kleine Zeichnung einer Pflanze, die aussieht wie Spindelkraut. Und direkt darunter steht diese. Oh, da hat jemand wohl die falschen Pflanzen gesammelt. Oha, verbesserter Ring des Schlammopfers. Meisterhaft das geprägtes Großschwert. Und Amulett der zweiten Luft. Der Träger gewinnt eine geringe Menge Ausdauer, nachdem er einen Gegner bezwungen hat. Ich will jetzt vielleicht auch alles mitnehmen und mir nicht nur durchlesen. Gutes Amulett. Könnten wir überlegen, ob wir das selbst Schlagen wir rumnehmen? unser Lager auf? Gerne. Da lag eben gerade noch was auf der Bank. Das ist da immer noch. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Datendenkmal, nee, aber irgendwas lag doch hier gerade noch, oder hatte ich das nicht? Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, kaputt gemacht. Toll. Achso, nee, Notiz von einem Späher. Das Blatt Papier ist klein und dünn, damit es von einer Brieftaube transportiert werden kann. Warnt den Herold, sein Leben ist in Gefahr, wenn er zum Bruch kommt. Unsere Patrouille hat vor 3 Tagen Avar ausgemacht. Wir haben erst nicht verstanden, warum sie vom Frost Gipfelgebirge herunterkam, aber dann gerieten wir in einen Hinterhalt. Ihr Anführer sagte uns, sie hätten gehört, die Inquisition sei in dem Gebiet und sie wollten den Herold Andrastes herauslocken und töten, um den Wohlwollen ihrer Götter zu erlangen. Ich konnte entkommen, aber es ist unmöglich, die anderen ohne Hilfe zu befreien. Ich habe einen guten Lagerplatz für einen Rettungstrupp gefunden. Ich werde mich um meine Wunden kümmern, bevor ich aufbreche. Speer Aubrey Greenholm. Wir müssen eine Sache mal, glaube ich, machen. Cole hat noch keine Regenerationstränke. So. Jetzt hat er welche. Wir haben ihn ja jetzt mit, da muss er sie auch mit dabei haben. Auch wenn Cole wahrscheinlich nicht so häufig mitkommt. Spur von den Avar, die mich herausfordern wollen. Oder von Inquisitor. Oh, jetzt habe ich uns selbst unterbrochen. Ach nee, hier ist das gar nicht. Nee, hier haben wir alles. Wir gehen mal weiter. In diesem nassen Gebiet. Ein Wolf?
laufen wir einfach mal so lang, hier lang, solange es geht. Granitspitze haben wir entdeckt. Oh, da war das Wasser, aber keine roten Punkte. Okay. Oh, Dämmerlotus. Ich glaube, den brauchen wir recht viel für Lyriumtränke, um die aufzuwerten. Tatsächlich haben meine Magier ja keine Lyriumtränke ausgerüstet. Aber das kann ja noch mal kommen. Auf nimmer Wiedersehen. So, Dudlotus braucht man auch recht viel zum Aufwerten. So, dann gucken wir uns mal die Granitspitze an. Hier ist ein Bärchen. Das müssen wir mal ganz kurz. Ich wollte nicht scannen, aber manchmal drückt man dann doch falsch drauf. Bärenhaut. Ich glaube, Bärenhaut sah auch ganz hübsch aus von der Farbe her. Bin ich mir jetzt aber natürlich nicht mehr sicher. Im Lager der Dias gefundene Notiz. Onkel, ich habe Vorräte über den Felsen versteckt. Als ich plötzlich Stimmen von der Windmühle im Westen hörte, wieder die gehörnten Männer. Es sind jetzt mehr. Ich muss nachsehen, ob im Dorf noch jemand lebt. Es tut mir leid, aber ich schwöre, ich werde vorsichtig sein, Luis. Zauberer Harnisch. Hier haben wir eine Sehenswürdigkeit. Damit haben wir schon die Hälfte aller Sehenswürdigkeiten hier gefunden. In Granitspitze. Einige Statuen im Farbruch stammen von den Avar. Ben Hargrave brachte sie gerne von ihren Beobachtungszügen in die Hügel mit und stellte sie vor ihrer Heimatstadt auf, so wie ein Gärtner Blumen aus fremden Gefilden anpflanzt. Wenn Artige zu Besuch kamen, gab der Ben ihm eine Führung samt gruseliger Geschichten über den Aberglauben der Avar, die sie sich zumeist spontan ausdachte. Sehr schön. Oder Genitivi hat das geschrieben. Den kennen wir auch aus Origins. Den haben wir getroffen, als wir zum Tempel der heiligen Asche aufgebrochen sind. Beziehungsweise wir haben ihn dafür gesucht, um herauszufinden, wo das ist. Und dann war er ja verletzt. Lag er da rum. So, kommt mal alle nacheinander hoch, damit ich wieder runter kann. Obwohl, sieht zu komisch aus ohne seinen Hut. Aber wenn ich Helme einblenden mache, dann haben alle die eingeblendet und das sieht kacke aus. Klang gerade wie meine Waschmaschine. Also ich habe meine Waschmaschine am Laufen. Ich hoffe nicht, dass sie gerade Probleme hat. Die gute. Jetzt kurz vor Weihnachten eine neue Waschmaschine ist auch doof. Ach nee, jetzt läuft sie wieder normal. Ich glaube, ihr hört das nicht, aber ich höre das halt ein bisschen so ganz bisschen durch meine Kopfhörer durch, obwohl die sehr, sehr gut abschirmen. Türklingel hilft zum Beispiel nicht, wenn ich mit Kopfhörern zocke. Oh, hier sind zwei Damen. Kommen wir irgendwann mal hin. Was ist mit Sterben, Cole? Ist hier noch irgendwas? Hier sind die kleinen Stonehenge. Oh, stinkt das? Oh, die stinken ja bestialisch. Sie starben schneller, als man sie verbrennen konnte.
Und dann war niemand mehr übrig, der sie hätte verbrennen können. So. Muss mal kurz warten, bis ich... Ach, da ist noch ein Leichnam. So, darf ich jetzt das einsammeln? Ja. Schön, dass wir eigentlich total halbnackt im Regen rumlaufen. Das muss eigentlich super ungemütlich sein. So, hier sehen wir schon gleich einen Riss. Oder hören ihn eher. Da ist er. Riss und nichts öffnen. Oh, wir müssen öffnen und hier steht ein Avar. Ich hätte vielleicht erst mit ihm quatschen sollen. Erstmal das Action. Er hilft uns auch mit. Sind noch ein paar Untote. Vivienne. Kannst du noch was bannen? Die sind schon wieder so angeordnet, dass man nicht zwei reinbekommt. Da wird es wahrscheinlich nichts mehr mit dem Bannen, aber hier. Oh, hier müssen wir mal ein bisschen... Alleine schaffe ich das. Ja, ich weiß, Julian, ich bin da. Sarah wird von irgendwas angegriffen. Und zwei Leichnam, okay. Herr in der Himmel, ihr könnt Risse in der Luft verschließen? Ihr seid also Andrastes Herold. Mein Volk will euch tot sehen, aber das ist nicht mein Problem. Ihr habt nichts von mir zu befürchten. Er sagt, ihr habt nichts von mir zu befürchten und wir fragen erstmal, warum greift er nicht an? Ich dachte, die Avar wollen mit mir kämpfen. Der Sohn unseres Häuptlings will mit euch kämpfen. Ich werde erst gerufen, wenn die Leichen sich stapeln. Rituale für die Götter, Flickwerk für die Blutenden, ein Dolch für die Sterbenden. Das sind meine Aufgaben. Ich ziehe meine Klinge nicht für die Trophäenjagd eines dummen Jungen. Mir scheint er so der Heiler der Avar zu sein. Die anderen Avar haben eine Patrouille der Inquisition entführt. Sind die Männer wohl auf? Einige wurden bei dem Scharmützel verletzt, waren aber am Leben, als ich sie zuletzt sah. Jemand hat sie gut ausgebildet. Sie haben mehr von uns getötet, als ich erwartet hatte. Als dann, lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Das machen wir. Der scheint freundlich gesinnt zu sein, beziehungsweise uns nicht gleich sofort umbringen zu wollen. So, meine liebe Sarah, einmal einen Trank für dich und für Vivienne auch. Oh, entschuldigt, ich habe vorhin Switch gespielt. Ich bin gerade wieder ein bisschen durcheinander, was die Steuerung angeht. Gucken wir uns jetzt natürlich hier auch nochmal um. Hier steht nämlich noch so ein Schemen rum. Schön erstmal die Aggro ziehen. Dann ist es auch schon tot. Nein, die Leiche fassen wir nicht an. Wir lesen lieber Codex-Einträge, beziehungsweise holen sie uns ab. Imbrium. Und da ist noch ein Sack. Königliche Elfenwurzel sogar. Ich muss einmal auf die Karte gucken. Okay, ist alles gut. Wir laufen. Entzückend. Eine Tatsache. Ja, Vivienne und Sarah, ne? Das sind zwei Damen, die ich nicht ganz so riechen können. Aber es ist ja nicht so schlimm. Dafür sind die Gespräche interessanter.
Wir haben jetzt nichts verpasst, ne? Auf dem Weg? Nö, sieht nicht so aus. Also hier müsste irgendwann nochmal ein Schleierfeuer kommen. Genau. Und dann hier. Da ist nochmal ein Riss. Können wir jetzt erstmal weiterlaufen, ganz entspannt, und uns hier weiter umschauen. Also ich habe ja nichts gegen wasserreiche Gebiete oder wenn es regnet an der Schwimmküste, hat mich das ja auch nicht gestört. Aber ich weiß nicht, ich finde den hier irgendwie, den Fallbruch, ist das einfach nicht so meins. Also er ist nicht verdammt schlecht oder so, aber es ist einfach nicht so meins. Da der halt auch so klein ist, weiß ich nicht, ob die den einfach nur gemacht haben, um noch ein Gebiet zu haben. Oder ob der wirklich nur so klein sein sollte. Ja, die Leiche. So, liebe Vivienne. Wo kommt der Schrecken? Man sieht es, wo die Dinger hinfliegen. Das sind, glaube ich, diesmal zwei. Wenn sie hier beide sind, können wir auch mit dem Wirbelsturm rauslassen. Ne? Oh, ich dachte, ich wäre umgestoßen worden. Ganz viele. Ah, ihr habt doch gerade gesehen, Kohl kann ganz schön reinhauen. Ein paar Leichen. Geistessenz. Da gehen wir gleich rein. So, da durch. Den Durchgang. Aber erstmal müssen wir natürlich hier die Rune noch abholen. Nackhaut und Baumwollsamt. Schleierfeuer im Fallbruch. Diese speziellen Schleierfeuerrunen sind vollkommen undurchdringlich, aber wenn man sie ansieht, rufen sie vor dem geistigen Auge das Bild einer Pflanze hervor und den Eindruck, dass sie irgendwie wichtig ist. Dann verblasst das Bild wieder. So. Dann gehen wir mal hier hin, bevor wir da geradeaus weitergehen. Hier wartet der nächste Riss auf uns. So, mein Lieblingsdämon ist schon wieder da. So, erstmal hinlegen. Weg ist er. Na, steht ihr hier so unbeteiligt rum? Ich könnte gerne mitmachen. So, bannen. Die wurden tatsächlich gebannt. Okay, jetzt nur hier. Und das war schon alles. Aua! So, erstmal alles plündern. Dann haben wir hier die nächste Sehenswürdigkeit. Wahrscheinlich wieder was von den Avar. Zumindest so aus. Obsidian haben wir bekommen. Und eine mächtige Geistessenz. Wir müssen ja in der Himmelsteste irgendwann auch Runen herstellen. Ich denke, das machen wir mal das nächste Mal, dass ihr mal seht, was man da Tolles herstellen kann. Ich denke, auf unserer Axt wird nichts anbringbar sein. Nee. Weil sie halt ein einzigartiger Gegenstand ist. Aber für irgendwen werden wir schon eine Rune zusammenzimmern können.
Der Bau. Der Gestank von nassem Fell ist so stark, wie er die schweren Gerüche des Sumpfes fast überlagert. Achso, er ist so stark, dass er die schweren Gerüche des Sumpfes fast überlagert. Passt. Okay. So, hier müssen wir uns nochmal ein bisschen umsehen. Ist ja eine recht große, oder eine recht große Lichtung. Und immer wenn ich den Riss bekämpft habe, weiß ich nicht, wo ich reingekommen bin. Das ist immer ganz schrecklich. Da war irgendwas hinter mir, das ist mir gerade egal. Im Zweifel war es Sommerstein. So, da waren wir noch nicht, also gehen wir mal hier hin. So, und hier müssen wir jetzt einmal durchs Wasser. Oh, da war ein heftiger Schuss von Sarah. Sehr schön. Und hier ist die Abtrünnige, Beatrice. Ah, ich hatte gerade die Siegel gehen müssen. Aber das war nicht so. Okay, Beatrice ist tot. Ist noch geschehen hier im Hintergrund. Ja, die Mohn sind raffiniert, abgeschlossen. Verbesserter Ring des Angriffs. Das ist für Solas. Machen wir mal an. Bringt denen jetzt nicht so viel, weil der gute Herr ja gerade nicht dabei ist. Den nehmen wir irgendwann auch mal wieder mit. Der braucht halt unglaublich viel. Also man muss ihn relativ häufig bei solchen Sachen mithaben, weil er halt nicht so schnell Zuneigung aufbaut. Hinten ist noch Dämmerlotus. Habe ich genau gesehen. Kannst dich nicht verstecken. So, also die Quest haben wir jetzt abgeschlossen. Frag mich, ob da noch was ist. Dafür müssten wir hier erstmal wieder zurück. Also wieder durchs Wasser. Da kommen sie schon, die ganzen Untoten. So, ich muss mich einmal ein bisschen entspannter hinsetzen. Ich hoffe, ihr hört mich immer noch laut genug. Ich habe mein Mikrofon zwar wieder rangezogen, aber manchmal Mikrofon sitzt nicht rum. Manchmal hängt es dann doch noch ungünstig und man hört mich nicht mehr laut genug. Aber muss jetzt einmal kurz sein, weil sonst meckert mein Rücken wieder rum. Der ist noch nicht so ganz in Ordnung. So, ich glaube, so ist ganz gut. Nicht den Blutlotus vor lauter Entspannung hier vergessen. Und nicht die Zeit vergessen. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob da hinten was los ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.